der Mensch. Es gibt viele Möglichkeiten, den Menschen zu beschreiben und zu definieren. Was ist der Mensch? Was macht den Menschen aus? Der Blickwinkel der Mediziner und Naturwissenschaftler vereint folgende Gesichtspunkte. Atome und Moleküle verbinden sich zu einem Organismus zusammen und funktionieren nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Die Abläufe auf molekularbiologischer, chemischer und physikalischer Ebene folgen einer bestimmten Logik innerhalb des Prinzips der Autopoiesis, der Selbstorganisation. Jede Störung hat eine Ursache, die möglicherweise behoben werden kann. Geist und Körper sind getrennt voneinander. Der Blickwinkel der Psychologen. Die Psyche ist das Gesamtgeschehen höherer Gehirnfunktionen, das die Kognition, die Emotion sowie die gegenseitigen Wechselwirkungen und das daraus resultierende Verhalten umfasst. Die Psychologie beschäftigt sich mit Fragen wie: Wie entwickelt sich das menschliche Verhalten und Erleben von der Kindheit bis ins hohe Alter? Was beeinflusst diese Entwicklung? Was sind Bedürfnisse? Was sind Emotionen? Was beeinflusst generell das Verhalten? Wie kann das Verhalten beeinflusst oder verändert werden? Wie entstehen die Wechselwirkungen zwischen seelischem und körperlichem Befinden? Der Blickwinkel der Soziologen. Die Soziologie erforscht die Struktur und die Funktionsweisen von Gesellschaft und das Handeln von Individuen im sozialen Kontext. Im Mittelpunkt steht die Interaktion der einzelnen Individuen in Gruppen bzw. Gesellschaften, zum Beispiel in der Familie, in Institutionen, in den Städten und so weiter. Dabei geht es unter anderem um das Rollenverständnis, gesellschaftliche Regeln, Normen, Gewohnheiten und Erwartungen. Und es gibt noch mehr Blickwinkel: der kulturelle, der philosophische, der moralische, der religiöse und die pflegerische Ganzheitlichkeit. Das Menschenbild in der Pflege. Ganzheitlichkeit ist die Wechselwirkung und das Zusammenspiel von physischen, psychischen und sozialen Anteilen des Menschen. In fast allen relevanten Pflegetheorien finden sich Aspekte des ganzheitlichen Menschenbildes wieder. Kritik zu bedenken ist: Sowohl der absolute Anspruch einer ganzheitlichen Wahrnehmung als auch einer ganzheitlichen Betreuung sind in der Praxis nur bedingt realisierbar. Grundsätzlich gilt: Der Mensch ist aus allen Blickwinkeln zu betrachten. Bezugnehmend auf seine Biografie unter Berücksichtigung der Selbstbestimmung und der Individualität.